dass ihr wieder alle mit dabei seid. Setzt euch nochmal hin, rollt ein bisschen eure Schultern. Und ich hoffe, ihr habt es euch schon richtig gemütlich gemacht an eurem Platz, vor eurem PC oder Handy oder was auch immer. Ich will heute über Perfektionismus versus Exzellenz sprechen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich dachte immer, dass Perfektionismus jetzt nicht so das Thema ist, was mich wirklich betrifft, weil ich nicht so der krasse Gehtyp bin. Aber mir ist dann aufgefallen, dass ich doch in einem Lebensbereich ganz schön sehr damit zu tun habe. Und genau deswegen will ich heute drüber reden, weil ich denke, dass es jeden von uns irgendwie betrifft und jeder in irgendeinem Lebensbereich damit zu kämpfen hat. Ich will euch ein bisschen bei mir mit reinnehmen. Ich war sehr perfektionistisch im Bereich Selbstreflexion und im einfach Bereich mich selbst gut kennen und einzuschätzen zu können, warum ich Dinge mache, wie ich sie mache und einfach da quasi die Kontrolle zu haben. Und das Problem dabei ist aber, also ihr denkt euch wahrscheinlich, Nele, das ist doch nicht schlimm, Selbstreflexion ist doch was Gutes. Das Problem ist aber, dass es mich nicht in Freiheit geführt hat. Und wisst ihr, dass eine der Hauptsachen an Gottes Wesen ist, einerseits, dass er Liebe ist, aber andererseits, dass er in Freiheit führt. Daran können wir ganz sehr erkennen, ob was von Gott kommt oder nicht, ob es uns wirklich in eine Freiheit führt. Und der Perfektionismus hat mich nicht in eine Freiheit geführt, der hat mich verkrampft gemacht. Und genau. Was ist jetzt die Lösung dafür? Ich glaube, dass das Gegenteil von Perfektionismus nicht irgendwie Faulheit oder so ist, sondern Exzellenz. Und also könnt ihr auch mal dann in der Gruppe besprechen, ob ihr das auch denkt. Aber was ist Exzellenz? Ich finde, Exzellenz kann man in einem Satz eigentlich ganz gut beschreiben. Und der Satz ist, wir geben unser Bestes und Gott macht den Rest. Also wir geben unser Bestes und Gott macht den Rest. Und Gottes Rest ist deutlich größer als unser Bestes. Also zumindest als mein Bestes. Wisst ihr, wir müssen nicht perfekt sein, um zu Gott kommen zu können. Ich hatte früher oft Angst, dass ich irgendwie damit noch zu kämpfen habe und irgendwie das Gefühl hatte, ich kann so nicht zu Gott kommen, der mag mich bestimmt nicht oder ich bin halt einfach nicht genug dafür. Aber Gott weiß, dass wir unperfekt sind, deswegen hat er ja Jesus geschickt. Also er wünscht sich so sehr, dass wir zu ihm kommen und er will einfach nur unser Bestes haben und unser Bestes ist unser Herz und einfach, dass wir erreichbar sind, dass wir available sind und genau, das reicht vollkommen aus. Also wir müssen uns da keine Gedanken haben. Ich habe euch dazu noch eine kurze Bibelgeschichte mitgebracht. Die steht in 2. Chronik 20, Vers 17. Das könnt ihr euch dann mal in der Gruppe durchlesen. Ich würde da jetzt nicht nochmal mehr drauf eingehen, weil ihr das selber machen könnt. Und ich glaube, dass ihr das gut hinkriegt. So, jetzt geht's nochmal um euch. Ich habe 3 Reflexionsfragen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das sonst macht. Also ich würde euch empfehlen, nach dem Video erstmal euch stumm zu schalten und vielleicht sogar das Video, die Kamera auszumachen und erstmal jeder für sich Zeit zu nehmen, weil die Fragen sehr persönlich sind bzw. persönlich sein können, je nachdem, wie sehr ihr euch drauf einlasst und wie sehr ihr da in die Tiefe gehen wollt. Also die erste Frage ist, wovor hast du Angst in Bezug auf Perfektionismus? Also warum bist du so perfektionistisch in diesem einen Bereich? Ich will euch alle ermutigen, euch erstmal nur einen Bereich auszusuchen, falls es mehrere gibt, weil das sonst ganz schön viel auf einmal sein könnte. Also wovor hast du Angst? Was ist die Angst, die dahinter steckt. Bei mir war das zum Beispiel, also wegen dem, was ich vorhin erzählt habe, da war das die Angst, dass ich keine Kontrolle habe
Also ich wollte Kontrolle über mich selber haben, grob gesagt. Zweite Frage. Was sind vielleicht Glaubenssätze oder Sachen, die du über dich selbst oder über andere oder über Gott denkst, die dahinter stecken könnten? Also was für Lügen glaubst du da vielleicht über dich selber? Keine Ahnung, es kann was mit Leistung zu tun haben. Es kann sein, dass du denkst, du bist nur geliebt, wenn du irgendwas leistest. Oder es kann, wie bei mir, auch was mit Kontrolle zu tun haben. Es können ganz verschiedene Sachen sein. Und ich will dich einfach ermutigen, da mal tiefer reinzugehen und nachzudenken, woran es liegen könnte. Ich habe lange versucht, die Dinge, quasi die Symptome zu behandeln und irgendwelche Gefühle, die ich hatte, irgendwie versuchen zu verdrängen oder so. Aber das im Grunde bringt das nichts. Im Grunde müssen wir an die Wurzel gehen. Und das sind unsere Glaubenssätze, unsere Gedanken, die dahinter stecken. Alles fängt in den Gedanken an. Und wenn wir da hinkommen, dann haben wir schon einen sehr großen Schritt geschafft. Und als drittes will ich dich ermutigen, einfach mal Gott zu fragen, was seine Wahrheit ist, was er dazu denkt. Und also im Gegensatz zu dem Glaubenssatz, den wir vorher hatten, was Gott dazu denkt und was seine Wahrheit dazu ist. Und den dritten Schritt, also den könnt ihr auch schon mal für euch alleine dann machen, aber ihr könnt den auch dann sehr gerne zusammen in der Gruppe nochmal besprechen. Und also ihr müsst natürlich das, was euch dann bei erstens und zweitens eingefallen ist, müsst ihr nicht in der Gruppe teilen. Aber ich denke, dass es sehr wertvoll wäre. Und genau, dann könnt ihr auch einfach füreinander nochmal hören, was so bei dem dritten die Wahrheit sein könnte. Und dann füreinander auch nochmal beten. Ich bitte auch nochmal zum Schluss. Danke Gott, dass wir einfach so zu dir kommen können, wie wir sind. Und dass du ein Gott bist, der uns nicht verurteilt. Bitte leg diese Wahrheit immer tiefer in unser Herz und lass es einfach zu unserer Identität mit werden, dass wir uns voll darauf verlassen können und dass du uns einfach mit Liebe anschaust und nicht irgendwie verurteilend. Ich bete, dass jetzt in diesem Moment in jedem Zimmer eine Atmosphäre entsteht, wo Gott spürbar ist. Und wo einfach ganz viel Tiefe da ist. Und ich bete auch, dass ihr den Mut habt, in die Tiefe zu gehen. Und dass ihr den Mut habt, euch verletzlich zu machen. Und offen zu sein. Amen.